So, dann noch einmal willkommen zurück zum vierten und letzten Panel der Tagung. Ich freue mich sehr, hier nochmal moderieren zu können. Mein Name ist Falk Schmidt vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung hier in Potsdam, Kooperationspartner in diesem Forschungsprojekt. Anders als im Programmheft jetzt abgedruckt. Wir werden auch circa 1,5 Stunden halt hier im Panel zusammen verweilen. Wir werden erst eine Diskussion auf dem Podium führen, dann gehen wir ins Publikum und schauen, ob wir auch aus dem Chat wieder die eine oder andere Frage zugespielt bekommen. Und dann gibt es noch ein paar abschließende Worte von Michael Rode, weil uns ja alle brennend interessiert, mich auch ein Stück weit. Wie geht es denn nun weiter in die Zukunft hinein? Ich freue mich sehr, dass wir zwei Panelistinnen haben. Das ist zum einen Inken Vormann und Lucy Wasensteiner. Ich würde Sie gleich bitten, sich doch noch mal kurz selbst vorzustellen. Und die Reihenfolge wird sein, dass wir mit Frau Vormann anfangen. Und ich will vielleicht eine Einstiegsfrage mit auf den Weg geben. Es geht ja jetzt um die Frage Verantwortung für historische Gärten weiterdenken. Also vielleicht einerseits die Verantwortungsdimension, aber insbesondere weiterdenken, nicht aufhören zu denken, bestehendes Nutzen, was sich bewährt hat, fortführen, aber eben an den Herausforderungen, sowohl für Vermittlungsfragen, aber auch dem Gegenstand gegenüber, weiter am Ball bleiben. Und ich würde vielleicht Ihr ersten Impuls mit der Frage nochmal einleiten wollen, wie schließen wir denn die Schatzkammer, die die historischen Gärten sind, noch besser auf? Die ist weit offen. Was können wir noch besser machen? Frau Vormann. Ja, vielen Dank. Guten Tag. Ich leite seit 10 Jahren das Fachgebiet Gärten in der Hessischen Schlösserverwaltung und betreue da 48 Liegenschaften, darunter 9 große Gärten und Parks. Und genauso wie meine 12 Kollegen aus den staatlichen Schlösserverwaltungen ist es unsere Aufgabe, zu erhalten und die Gärten in bestmöglicher Qualität weiterzuentwickeln, aber natürlich auch genau so zu erforschen in ihrer Tiefe und zu vermitteln. Und das Panel, was vorausging, hat eigentlich alles bestätigt, was ich in dem Buch zu sagen hatte. Da habe ich ein hitziges Plädoyer gehalten für die bessere Nutzung der Gärten als Lernorte, als universale Lernorte. Und ich freue mich, dass wir heute das als Zukunftsthema auch so stark identifiziert haben. Jetzt in der Pause hatte ich ein spannendes Gespräch mit Frau Professor Stoltenberg, die schon meinen Begriff, den ich vorgeschlagen habe, um dieses Vermitteln in unseren historischen Gärten noch klarer zu fassen, nämlich kulturelle Umweltbildung einzuführen, schon zerlegt wurde. Und dass es nämlich eigentlich natürlich Bildung für nachhaltige Entwicklung ist in allen Dimensionen. Also nicht nur um Umweltbildung als einen kleinen Teil geht, sondern um alle Facetten, das Soziale, das Gesellschaftliche, alle Facetten, die in der BNE schon sehr klar in Struktur formuliert sind. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch im gemeinsamen Gespräch auch noch mal zu ganz guten neuen Handlungsansätzen, die für uns, glaube ich, wichtig werden sollen. Und für mich ist ein ganz wesentlicher Bereich, dass wir die frühkindliche Bildung, nämlich die Jahre 0 bis 6, sehr, sehr viel ernster nehmen, als wir es jetzt haben. Denn das ist im Leben des Menschen eigentlich der Bereich, wo wir am allermeisten lernen und wo wir auch am meisten eindrückliche Erfahrungen sammeln, die das spätere Umwelthandeln, auch soziale Handeln erheblich beeinflussen werden. Und dass wir auch Erwachsenenbildung noch viel ernster nehmen, als wir es jetzt haben. Und auch über Gärten mehr berichten in den Massenmedien und quasi uns auch ein bisschen als Influencer noch mehr verstehen. Man ist ja umgeben von unglaublich vielen Bildern. Also diese Wirkmacht der Bilder, die schon angesprochen wurde, die Wirkmacht der Worte, die einem im Alltag einfach so in der Straßenbahn und so begegnen, die müssen wir viel mehr nutzen, um unsere Belange da auch sichtbar zu machen. Etwa im Fahrgast-TV darf es doch auch mal was über historische Gärten geben. Oder auf YouTube soll man nicht nur Unboxing von Lego angucken, sondern auch mal Unboxing von Seidenraupen. Das sind Effekte, die genauso spannend sind.
spannend sein können. Ich möchte mal einen Aspekt noch mal angehen, nämlich 1981, also vor 40 Jahren, ist in der Charta von Florenz als internationales Übereinkommen zu den historischen Gärten formuliert worden, dass das Interesse für historische Gärten durch alle Maßnahmen gefördert werden muss, die geeignet sind, das Erbe zur Geltung zu bringen und zu besserer Würdigung zu verhelfen. Und ich finde, dass wir da nach wie vor noch relativ am Anfang stehen und noch nicht genug gemacht haben. Und das ist schon 40 Jahre her. Aber als Gärtner denkt man ja immer positiv und hat Hoffnung und pflanzt für die Zukunft, sodass ich glaube, dass wir trotzdem auch jetzt noch eine Chance haben, das nachzuholen. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir die Gärten zum Sprechen bringen. Das wurde ja schon vielfältig gesagt, aber auch, dass wir sie mit Personen verbinden, nämlich mit den Leuten, die ihr Herzblut in diesen Gärten haben und darüber fachkompetent berichten können. Und da steht als erster Punkt, der mir ganz wichtig ist, dass wir noch stärker in die gartenspezifische Forschung einsteigen. Unsere Fachgruppe Gärten in der AG Schlösserverwaltung hat ein Positionspapier herausgegeben zur Relevanz von Wissenschaft und Forschung für die Erhaltung der Gartendenkmale. Und zwar in allen Facetten, was es bedeutet, dass wir da diese Naturorte haben, dass wir da Orte haben, in denen sich die Fremde spiegelt, dass wir Pflanzensammlungen haben, Artenschutz betreiben und alle möglichen Felder besetzen, die in verschiedenen Wissenschaften gespiegelt werden. Zweiter Punkt, wir brauchen unbedingt die besten Kooperationspartner, Fachleute aus anderen Wissenschaften, die uns unterstützen, Partnerinnen. Und ich glaube, wir müssen uns da auch ein Stück weit noch stärker verstehen als Organisatoren von Kooperationen, nicht versuchen, alles immer alleine aus unserer kleinen Wissenschaft zu bedienen, mit unseren paar Leuten, die wir in Deutschland sind, die sich in zum Beispiel staatlichen Institutionen um Gartendenkmale bemühen, sondern wir brauchen Hochschulen, die seit 40 Jahren oder seit 20 Jahren in Bildung für nachhaltige Entwicklung ihre Arbeit, ihre Hauptarbeit investieren. Und ich glaube, da müssen wir viel, viel stärker noch das Wissen von anderen nutzen. Als dritter Punkt ist mir wichtig, dass wir neue Angebote schaffen und neue Formate ausprobieren und auch den Mut haben, mal was anderes zu wagen. Und das in bester Qualität, also sowohl grafisch als auch visuell als auch inhaltlich. Ein ganz schönes Beispiel, finde ich, ist dieser neue Film, der von auf RBB entstanden ist, über die Folgen des Klimawandels, wo die preußische Schlösserverwaltung und die Branitzer Kollegen sehr fachkompetent am Beispiel der Bäume erklärt haben, was passiert hier eigentlich mit dem Bestand, und das nicht nur schöne Bilder produziert hat, die irgendwelche Tourismusagenturen sich überlegt haben, sondern das wirklich tief inhaltlich Wissenschaft transportiert wurde und das so kurzweilig, dass man Lust hatte, das zu sehen. Also Gartenparadiese in Gefahr heißt es, ist in der Mediathek von RBB sich anzugucken. Und ich glaube, wir müssen auch die Gärten als Angebot präsentieren, als Orte, an die man kommen kann, Kommunikation pflegen kann unter freiem Himmel, jetzt hier in Corona-Zeiten ganz elementar. Wir sind halt nicht in einem Museum, was zugeschlossen werden muss wegen der Raumbegrenzung, sondern wir sind draußen. Wir können draußen in Kontakt treten mit Menschen und verlassen unsere Wohnung, wo wir allein sind, und können Kontakt mit der Gesellschaft aufnehmen. Und als vierten Punkt ist mir wichtig, dass wir über die Grenzen hinausdenken, dass wir unsere Gartendenkmale nicht als Inseln und zu sehr als Archen, die quasi die letzten Relikte sind, betrachten, sondern dass wir die Sachen, die wir hier erproben, dass wir die in die Stadtlandschaft tragen. In der Antike die babylonischen Gärten mit den Dachgärten, das sind Sachen, die waren zukunftsweisend. Da können wir uns was abschauen. Da gab es schon Bewässerungssysteme und üppige Pflanzen. Da stelle ich mir die Stadtlandschaft zukünftig auch viel, viel grüner vor. Und ich glaube, wir können auch lernen, anders zu gärtnern. Überall wird nachgepflanzt und man schafft es nicht nachzuwässern. Mit großem Hype fördern Bierfabrikanten Einzelpflanzungen. Viel wichtiger ist es aber eigentlich unter den jetzigen Bedingungen, dass man die Sämlinge und die Schösslinge fördert, dass man Fachkompetenz, gärtnerische Fachkompetenz einsetzt, um
Pflanzenbestände aufzubauen in Zeiten, wo Brauchwassernutzung thematisiert werden muss und nachhaltigeres Gärtnern. Und ich noch ein letzter, fünfter Punkt, der mir auch noch wichtig ist. Ich glaube, Gärten sind geeignet, alle Schulfächer viel, viel besser an die Kinder und Jugendlichen zu bringen, als wir es in den Schulen und Schulgebäuden alleine schaffen können. Hatten wir schon ganz viele Stichworte, die gefallen sind mit Systemdenken und kosmischem Lernen, heißt es in der Montessori-Pädagogik, also das Teilhaben lassen, anwenden, durch Erfahrung lernen, in Kontakt treten mit Natur und Prozesse direkt sehen. Und ich glaube, dass wir da die Kernkompetenzen, die in den Curricula gefordert sind, sehr, sehr viel, sehr, sehr umfangreich bedienen können. Und ganz zum Schluss noch die drei Themen, die ich auch für sehr, sehr wichtig halte. Neben Umweltwissen ist es für mich ein ganz wichtiger Faktor, dass wir in den Gärten Gesundheit fördern können, dass wir psychische Resilienz sichtbar oder schulen können, Ich-Stabilität, Selbstwirksamkeit. Mein Handeln hat Folgen. Wenn ich einen Baum pflanze, bietet der Schatten. Und ich kann Hoffnung haben, dass meine Ernte was wird. Also es sind ganz positive, geduldige Aspekte, die, glaube ich, für zukünftiges Leben auf der Erde sehr, sehr wichtig sein werden, um dann die Folgen von schweren Ereignissen wie jetzt die Corona-Krise auch psychisch abzufedern. Und ich glaube, Gärten sind da auch immer ein Anschauungsbeispiel für Weltoffenheit. Das hatten wir auch schon mit den exotischen Sammlungen, aber auch mit den Motiven, das chinesische Teehaus. Das sind ja Huldigungen an die Fremde. Und das holt man sich ja nicht nur so zur Deko rein, sondern auch, wenn man da sowas mit ausdrücken will. Und ich glaube, da müssen wir diesen Knackpunkt müssen wir auch noch viel, viel besser bespielen, auch mit Leuten, die vielleicht gar kein Interesse daran haben, aber möglicherweise einmal in der Woche ihre Formulare, die sie aus Amtswegen vielleicht von einer Arbeitsagentur ausfüllen müssen, vielleicht nicht in irgendeinem Stadthaus ausfüllen, sondern im Umfeld der schönsten Orte, die wir eigentlich zu bieten haben und damit dann schon auch in Kontakt treten. Ich finde, wir müssen uns als Gartendenkmalpfleger oder auch als Wissenschaftler, die sich mit Gärten befassen, zum einen als Kuratoren, als Konservatoren sehen, aber auch gleichzeitig ein bisschen als Kuratoren. Und damit habe ich eigentlich schon die Überleitung zu meiner Gesprächspartnerin, weil ich glaube, wir betreuen wunderbare Sammlungen. Das sind Kunstsammlungen. Und wir müssen auch viel, viel mehr lernen, wie wir diese Kunstsammlungen zum Sprechen bringen und wie wir die Menschen dafür begeistern. Ja, besten Dank, liebe Frau Fuhrmann. Wir sehen, die Schatzkammer ist prall gefüllt. Bevor wir zur Überleitung kommen, würde ich gerne an einer Stelle noch mal ein bisschen nachhaken, noch ein bisschen tiefer bohren. Und ich denke auch, das kann man ja so wie gesprochen drucken. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Manifest gerade für die Potenziale, die in den Gärten, insbesondere auch den historischen Gärten, halt angelegt sind. Ich würde an einer Stelle auch noch mal vor dem Hintergrund Ihres Buchbeitrags noch mal ein bisschen nachhaken mit Blick auf Pädagogik, Aneignung. Und ich fand ein schönes Metapher, geflügeltes Wort von dem dritten Panel, erstes Panel heute. Nicht Touristen wollen wir sein, sondern, ich meine, Touristen sind sowieso immer die anderen, aber sondern Wanderer. Also wie genau eignen wir uns das an? Und da haben Sie ja viel geschrieben und das vielleicht auf zwei Ebenen. Einmal die individuelle, Sie haben die frühkindliche Bildung stark unterstrichen. Und dann aber vielleicht, wo sehen Sie in den Beispielen, die Sie ja da anführen, auch die Möglichkeit, sich darüber Stück für Stück halt größeren Fragen, größeren Zusammenhängen zu nähern. Dass man eben das Systemische erst über die Details erschließt, die man in die Wahrnehmung bekommen kann, ins Verständnis bekommen kann. Denn das ist ja eine Frage, die sich als Nachhaltigkeit hier ein Stück weit durchzieht. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen auch pädagogischen Sachverstand hiermit auf der Bühne haben, und zwar aus dem täglichen Tun
und nicht so sehr, dass es eine Disziplin nur ist, die man erst gut abgeschlossen haben kann, bevor man sich dazu artikulieren kann. Also Aneignung. Ich habe gar keinen pädagogischen Sachverstand, mal unabhängig von meiner privaten Vita. Das ist ja genau das Problem, dass wir als Gartenwissenschaftler oder Kunsthistoriker, die sich mit den Anlagen befassen, das wissenschaftlich inhaltlich vorbereiten, aber es eigentlich nicht beherrschen, das so runterzubrechen oder viele, sage ich mal, und zu wenige, dass das für verschiedene Zielgruppen und Altersstufen spannend bleibt. Und ich glaube, um diese übergeordnete Ebene noch mal einzunehmen, dass das Thema Bildung ein entscheidendes sein wird für eine lebenswerte Zukunft. Und wir da ja auch in Generationen denken müssen, denn die Kinder, die jetzt aufwachsen, die werden erst in 40 Jahren die Entscheidungen treffen, die eigentlich jetzt heute schon relevant sind. Die Veränderungen unseres gesamten Umwelthandelns, des Autofahrens, der grünen Städte, der Entsiegelung, des Bodenschutzes, die ganzen Ziele der nachhaltigen Entwicklung und der Bildung dafür. Und deswegen glaube ich, ist es nicht nur wichtig, die Schulen da in ihre Pflicht zu nehmen, beziehungsweise besser die Kultusministerien, denn die Schulen sind da ja auch vergleichsweise hilflos mit ihrem Personalbestand und auch den Zwängen, denen die da räumlich oder personell unterliegen. Zugleich aber auch, wie gesagt, das Thema Erwachsenenbildung und Öffnung für verschiedene Schichten sehr ernst zu nehmen und diesen Bildungsanspruch nicht nur pädagogisch im Sinne von ich zeige Ihnen jetzt und erkläre Ihnen die Welt zu verstehen, sondern diese Teilhabemöglichkeit, das Lernen durch eigenes Pflanzen, durch Hände in die Erde buddeln und sehen, was aus einer Tulpenzwiebel wächst und was passiert, wenn die ganzen Mäuse da sind und die Prozesse auch in ihrer Langwierigkeit bewerten zu können und da die Erfahrungen auch zu machen und das ganze System, also als Systemdenken und projektbasiertes Lernen zu verstehen, also nicht nur ein Fachgebiet, sagen wir Kunstgeschichte, da zu transportieren, sondern zu sagen, diese Sonnenblume, die wächst und ich kann sie jede Woche messen und ich sehe, was da für eine Entwicklung stattfindet und aus diesem Messen mache ich ein Diagramm und komme dann in Mathe und wenn ich das Diagramm habe, dann schreibe ich darüber vielleicht einen Bericht für Facebook, wie auch immer und da, dass wir mehr lernen, so interdisziplinär und auch fächerübergreifend zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, prima. Und dann sagen Sie, da ist der Sachverstand nicht. Also natürlich besten Dank, dass wir nochmal diese, sag ich mal, extra Runde gegangen sind und jetzt Ihre schon angelegte Brücke nehmen zu Frau Wasensteiner. Will vielleicht vorwegschieben, ich glaube, es war ein Bemühen von Anfang an, das drückt sich auch in uns als Kooperationspartner, als ISS aus, ist, also in der Nachhaltigkeitsszene, wir nutzen oft neuerdings vielleicht das Wort, wir müssen ungewöhnliche Allianzen suchen und finden, denn die wir sowieso schon an Bord haben, reichen vielleicht noch nicht. Außerdem, vielleicht lernen wir Neues von anderen, wenn man querdenkt. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit ein Beispiel für eine ungewöhnliche Allianz, die Liebermann-Villa hier aufs Podium zu holen, um eben zu zeigen, Frau Vormann hat das auch gerade wieder gesagt, wir müssen durchlässig werden. Die Arche muss nicht dicht sein, um nicht zu sinken. Wir brauchen Offenporigkeit. Wir müssen in die Stadt diffundieren und auch aufs Land. Also diese Fragen von verschiedenen Allianzen und wo finden Gärten statt, wo finden vielleicht Auszüge davon statt. Da freuen wir uns sehr, Frau Wasensteiner, dass Sie heute bei uns sind. Und um den Kontext zu geben, würde ich Sie vielleicht als erstes bitten, kurz etwas zur Villa zu sagen, zum Konzept zu sagen. Und ist der Garten schmückendes Beiwerk oder vielleicht ein Stück darüber hinaus bereits? Also vorneweg auf jeden Fall ein bisschen mehr als einfach neben unserem Museum, das kann man schon sagen. Also ein bisschen vielleicht zur Geschichte der Villa für diejenigen, die das Haus vielleicht nicht kennen.
Es wurde 1910 gebaut als Sommerhaus für den Maler Max Liebermann. Zu dieser Zeit schon sehr erfolgreich und hat mit seinem Kunst viel Geld verdient und machte dann, was viele großbürgerliche Leute zu dieser Zeit gemacht haben, hat sich dann eine Villa bauen lassen da am Wannsee. Und wie gesagt, das war als Sommerhaus geplant, wirklich als Rückzugsort für die Familie Liebermann, erst mit Frau und Tochter und dann später mit Enkelin Maria. Und da hat er wirklich die Sommermonate verbracht. Ein paar Mal, sag mal so, von 1910 bis 1914 und dann nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, als er nicht mehr nach Holland reisen konnte, war er fast jeden Sommer am Wannsee mit seiner Familie. Ich erwähne es, weil ich finde es sehr wichtig zu erwähnen, dass es wirklich ein Rückzugsort für die Familie war. Liebermann war sehr gut vernetzt, hat viele Kontakte in Berlin, ab 1920 Präsident der Akademie der Künste. Aber dieser Ort am Wannsee war immer die Arbeit und die Familie. Oben im ersten Stock gibt es das ehemalige Atelier des Künstlers und im Erdgeschoss und auf der Seeseite im ersten Stock waren dann die Räume der Familie. Und schon bei dem Bau dieses Hauses hat Liebermann auch seinen Garten sehr vorsichtig geplant, in Zusammenarbeit mit dem damaligen Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwag. Und es gibt einen tollen Briefwechsel zwischen Liebermann und Lichtwag, wie sie diesen Garten geplant haben, wie es aussehen soll. Und es war im Grunde genommen ein Beispiel für die Reformgartenbewegung. Also das muss ich vielleicht hier nicht unbedingt viel dazu sagen. Aber wir haben diese Schriftwechsel und dann haben wir natürlich besonders ab 1914 für diese letzten 21 Jahre in Liebermanns Leben, wir haben auch die Gemälde, die dort geschaffen wurden und die zeigen uns auch, wie dieser Garten ausgesehen hat. Er hat mehr als 200 Ölgemälde da in seinem Garten am Wannsee gemalt, zusammen mit unzähligen Arbeiten auf Papiere, Zeichnungen, Pastelle. Und insofern haben wir heute so eine gute Idee, wie der Garten damals ausgesehen hat. Natürlich ist die Geschichte der Familie Liebermann aus jüdischer Familie in Berlin eine tragische Geschichte ab 1933. Wie gesagt, Liebermann ist 35 gestorben und das Haus wurde Anfang der 40er Jahre von der Familie beschlagnahmt worden. Die Tochter konnte mit Familie in den USA emigrieren. Martha Liebermann blieb in Berlin, hat aber die Villa verloren und es hat dann im Laufe des 20. Jahrhunderts verschiedene Nutzungen. Erst als quasi Ausbildungslager für die Reichspost während des Dritten Reiches und dann direkt nach dem Krieg wurde es als Krankenhaus benutzt. Und schon zu dieser Zeit wurde der Garten fast komplett zerstört. Also die Liebermann-Villa wurde zusammen mit dem Nachbarhaus, die Villa Hamspohn, zusammengefügt und die Gärten wurden dann quasi zerstört, um eine Wiese zu schaffen für diese Trainingslager und dann natürlich für den Krankenhaus. Man brauchte dann keinen Garten. Die Villa Liebermann wurde Anfang der 50er Jahre an die Familie Liebermann restituiert. Sie haben es dann direkt zurückverkauft an die Stadt Berlin. Und so bleibt es bis heute im Besitz von Berlin. Anfang der 70er Jahre wurde es dann an einen Tauchclub verpachtet. Und es wurde dann 25 Jahre als Tauchclub benutzt. Und das hieß natürlich, Zugang zum Wasser war sehr wichtig. Die Boote mussten da auf der Wiese gelagert werden. Und also was der Garten anbetrifft, ich habe auch gerade gelernt, diesen Tauchclub hat auch jedes Jahr die Weihnachtsbäume in den Garten gepflanzt. Das heißt, es gab so einen kleinen Wald von Weihnachtsbäumen da auch, Tannenbäumen. Naja. 1995 wurde dann die Max-Liebermann-Gesellschaft gegründet mit dem Ziel, ein Museum für Max Liebermann in Berlin zu etablieren. Und im gleichen Jahr wurde die Entscheidung getroffen, diesen Pachtvertrag mit dem Tauchclub zu verlängern um 20 Jahre. Das hat das Projekt der Gesellschaft nicht leichter gemacht, kann man schon sagen. Diese Geschichte haben wir in diesem Jahr ausführlich erzählt, weil wir hatten eine Ausstellung zu 25 Jahren der Max-Liebermann-Gesellschaft. Aber lange Rede, kurzer Sinn.
es gab dann eine Einigung zwischen der Max-Liebemann-Gesellschaft und die Stadt und diesem Tauchclub. Die Gesellschaft hat dann ein Ersatzgrundstück gefunden für den Tauchclub. Sie haben die Renovierung des neuen Hauses finanziert. Alles ohne öffentliche Mittel. Also das war alles so eine große bürgerliche Aktion. Und endlich 2002 konnte die Gesellschaft das Haus und den Garten übernehmen. Es gab dann 4 Jahre Bauzeit und das Haus öffnete dann 2006 als Museum für Max Liebemann und auch als eine Rekonstruktion des historischen Gartens. Am Anfang war das nicht vollständig. Es gab zum Beispiel am Anfang keinen Steg, den man vielleicht heute kennt. Und sehr wichtig, es gab auch eine Straße durch den Garten sozusagen. Von der heutigen Colomierstraße bis zum Wasser verlief dann eine Straße. Das heißt, unser Heckengarten, ein sehr wichtiger Bestandteil unser Garten, war zu 50% eigentlich eine Straße. Weitere Kämpfe von der Max-Liebemann-Gesellschaft, endlich konnten wir diesen Grundstück auch erwerben sozusagen für das Museum. Und diese Heckengärten würden dann auch dann vollständig. Ja, also wir haben jetzt ein Künstlerhaus, eine Kunstausstellung und eine Rekonstruktion eines historischen Gartens. Wir veranstalten im Haus 2 bis 3 Sonderausstellungen im Jahr zu Liebemann und seiner Zeit. Und wir haben auch eine Dauerpräsentation mit Kunstwerken von Liebemann. Und da sind natürlich die Wannsee-Bilder sehr stark vertreten, Wannsee-Bilder und Familienbildnisse. Und in normalen Jahren kommen so rund 80.000 Leute zu uns im Jahr. Und es ist allem klar, dass sie kommen nicht nur für das Haus, für die Geschichte der Familie Liebemann und für die Kunst, sondern auch für den Garten. Und das, wir machen alle 2 Jahre eine Besucherumfrage, allerdings immer im Mai. Das heißt, man hat dann einen sehr so Spätfrühling-Einblick. Aber so 65% der Besucher sagen, sie kommen wegen des Gartens. Insofern ist es natürlich sehr wichtig für unser Haus. Wir bleiben bis heute privat finanziert. Wir sind von unserem Verein, die Max-Liebemann-Gesellschaft, getragen. Wir haben inzwischen über 2200 Mitglieder, die jährliche Mitgliedsbeiträge zahlen. Und also wir leben davon, plus die Eintrittskarten. Also wie gesagt, 80.000 Leute im Jahr. Und öffentliche Grundforderungen bekommen wir immer noch nicht. Wir bekommen aber öffentliches Geld für bestimmte Projekte, die wir beantragen, Ausstellungsprojekte und so. Genau, und jetzt kommen wir quasi zu mir vielleicht. Ich bin seit Februar 2020 Direktorin des Hauses. Ich habe früher als Kuratorin gearbeitet und bin Kunsthistorikerin. Und nach natürlich ein etwas schwierigem Jahr, wo viele Dinge quasi weg vom Tisch waren, wir sind jetzt langsam wieder dabei zu denken, okay, wie sieht die Zukunft von der Liebemann-Villa aus? Und ich finde persönlich, dass wir jetzt in einer sehr interessanten Position sind. Die Liebemann-Villa fängt wirklich von nichts an. Wir hatten diese Idee, ein Museum zu gründen, 1995. Wir hatten kein Haus, wir hatten keine Sammlung, wir hatten nichts. Und in diesen 25 Jahren haben wir die Liebemann-Villa als Museum geschaffen, als Haus, Museum und Garten. Und insofern ist es jetzt etabliert, sehe ich das mindestens so. Und jetzt, ich sehe jetzt die Herausforderung zu sagen, okay, wie entwickeln wir sich? Wo sieht die Zukunft für die Liebemann-Villa aus? Wo haben wir Potenzial, vielleicht neue Leute zu erreichen? Und ich finde, dass der Garten eigentlich viel Potenzial mit sich bringt. Inwiefern können wir zum Beispiel unsere Ausstellungen mit unserem Garten besser integrieren? Inwiefern können wir neue Zielgruppen in unser Garten bringen? Wir haben in der Vergangenheit Angebote, Gartenführungen gemacht, aber ich glaube, man kann schon sagen, nie mit so einer Regelmäßigkeit, auch ebenfalls die Sachen für Kinder, die sowieso im Moment relativ schwierig sind, da nichts drinnen stattfinden kann. Aber ob wir da Möglichkeiten haben, mehr Kinder in den Garten zu bringen und nicht nur die Geschichte der Familie Liebemann zu erzählen, aber auch, genau wie Sie gesagt haben, mehr über Pflanzen und Gärten in sich zu erzählen.
Und ich sehe auch die Möglichkeit, ich als Kunsthistorikerin habe natürlich Erfahrung drin, bestimmte Forschungsprojekte vorzuschlagen, Förderung dafür zu finden und dann vielleicht am Ende ein Buch zu veröffentlichen und vielleicht sowas für den Garten auch. Ich finde es sehr interessant zum Beispiel, wie der Garten sich entwickelt hat, während Liebemann da gewohnt hat. Also wir sprechen von 25 Jahren und sicherlich war es am Anfang anders als am Ende oder in der Mitte und das vielleicht ein bisschen klarer darzustellen. Und also ich sehe viele interessante Möglichkeiten für unseren Garten im Zusammenhang mit unserem Haus. Und ja, ich finde, dass wir stehen jetzt quasi am Anfang einer neuen Phase. Ja, besten Dank für diesen wichtigen, auch vertiefenden Einblick, um, meine Worte, eine ungewöhnliche Allianz auch zum Sprechen zu bringen und in den Dialog zu ziehen. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich besonders spannend, da vielleicht nochmal nachgefragt, also die Separierung von Garten und Villa, von drinnen und draußen, von Gartenkonzept und hier ist die Kunst in den Bildern, inwiefern man das halt aufbrechen kann. Und Sie sagten ja auch, dass ein ganz wichtiger Schatz, ein Bestandteil, die Wannsee-Bilder sind und wo halt der Garten auch deutlich mit Einfluss hat, sichtbar wird. Also dass man diese Schnittmenge herstellt und weiß nicht, wie Sie das sehen, Frau Fuhrmann, aber also dass man die Trennung versucht, gerade mit so einem Grundstück, mit so einer Liegenschaft eben so durchlässig wie möglich zu machen, von innen und außen, um das halt direkt mit erfahrbar zu machen. Eine andere Frage, die sich mir anschließt, wir hatten in dem vorigen Panel das schöne Wort der Dechiffrierung. Was kann man denn jetzt wieder vielleicht auch im Garten dechiffrieren, in dem Sinne, dass es doch ein Bestandteil des Gesamtensembles ist und dass es eben angelegt wurde und halt nicht Wiese only. Die Entwicklung dieses Gartens und wie Liebemann das geplant hat, es sagt uns natürlich viel über seine Persönlichkeit und seine Stellung zur Kunst im Allgemeinen, finde ich. Dass er neue Wege gesucht hat, dass er, wie gesagt, diese Reformbewegung übernommen hat, relativ streng, obwohl es gibt dann auch Elemente, wo er gesagt hat, nein, zum Beispiel dieser berühmte Birkenweg, dass er da die Birken gelassen hat, obwohl sie quasi über den Weg wachsen. Und ich erlebe das immer durch unsere Führungen, dass man das doch gut verbinden kann. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass das Haus im Erdgeschoss tatsächlich durchsichtig ist. Also mit beiden Terrassentüren öffnen das Ganze. Man sieht durch das Haus vom Garten zum Garten und man kann das Ganze sehr konkret als Gesamtkunstwerk darstellen. Besten Dank. Frau Fuhrmann, ich spiele den Ball mal zurück an Sie. Sie haben auch gesagt, ja, ein Stück weit sind wir auch Kuratorinnen. Was resoniert? Was nehmen Sie wahr? Wo sehen Sie eigentlich große Vergleichbarkeiten? Und wo ist das Dialogangebot auch deshalb besonders attraktiv, weil man komplementär arbeitet, weil man andere Stärken einbringt und von anderen Stärken andererseits wieder lernen kann? Ja, ich sehe Gärten als Kunstwerke gleichberechtigt mit anderen, mit Gemälden, mit Möbeln, mit Vasen und allen Dingen. Ich glaube, ein Punkt, der wichtig ist, es ist schon mal gut, wenn irgendwann bei allen angekommen ist, dass ein Garten kein Abstellort für Kunst ist, die im Museum präsentiert wird, sondern dass der Garten eine Inspirationsquelle ist, für Künstler eigene Werke zu schaffen. Und so, denke ich, muss man so einen Außenraum da auch sehen, dass der inspiriert, neue Kunstwerke zu generieren, so wie es hier in der Ausstellung auch ist. Also für alle, die digital zu gucken, das ist kein Foto, sondern das sind tatsächlich reale Pflanzen, die hier zusammengefügt sind. Und ich glaube, ich verstehe den Garten damit auch so ein bisschen oder sehr stark als Bühne für neue Aneignungen von Natur, also im Spannungsfeld Kunst und Natur, das ist ja quasi das Schlagwort in allem. Und da gibt es auch schöne Projekte, die das schon ausnutzen. Und interessanterweise fast ausschließlich private Stiftungen, die hier richtig gute Projekte machen,
wenige kommunale Anlagen und sehr wenige staatliche. Und also beispielsweise ist beim Sinclair Haus in Bad Homburg, da haben die Altana Stiftung und Nantes Buch GmbH ein Projekt initiiert, das heißt Kulturjahr für Kinder. Und da gehen Schulklassen mehrerer Schulen, drittes, vierte Klasse und auch älter, einmal die Woche in den Garten und jedes Mal begegnet ihnen ein anderer Künstler, ein Musikwissenschaftler, und zwar insbesondere Leute, die diesen Beruf noch lernen und damit auch lernen, über ihre Kunst zu sprechen, weil das ja auch ein wichtiger Faktor ist, um später auch sein Handwerk quasi erklären zu können. Und da sind Balletttänzer im Garten, die einem begegnen, die mal auslegen, was es bedeutet, dass hier eine Trauerweide steht und an der Stelle eine Fichte und da eine Eiche, wie man das in andere Kunstformen übersetzen kann. Und ich glaube, wenn wir den Garten so begreifen und nicht als schöne Kulisse, wo man irgendwas fertig, woanders fertig gemachtes hinstellt, was überhaupt keinen Ortsbezug hat, sondern als Inspirationsquelle für eine neue Weltsicht, dann ist schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Ich kann mal unsere Flexibilität testen. Ein Mikro für Michael, bitte. Denn wir haben gestern schon gehört, es gibt die Mäh im Garten. Gibt es demnächst auch Palettdänzerinnen oder welche anderen Optionen siehst du? Oder, und es ist ja nicht so, dass was hier etwas fordert, was eben nicht stattfindet, es findet ja schon sehr viel statt, vielleicht auch noch mal eine kurze Erinnerung, auch ein bisschen Interesse machen für direkt im Anschluss zur Ausstellung. Wie ist das denn nicht als schmückendes Beiwerk gekommen, sondern als integraler Bestandteil des Vorhabens? Wo stand der Künstler hier im Garten, die Künstler? Was können wir alles aufbrechen? Was ist schon aufgebrochen worden? Also was ich ganz großartig finde, ist, dass wir die Gedanken frei laufen lassen. Und zwar von Vancouver bis nach Hessen und von Wannsee bis nach Düsseldorf und das und Hamburg und ich weiß nicht, und bis nach Wörlitz. Also die Frage ist die, dass wir so viele interessante Anknüpfungspunkte haben und aktuelle Themen haben, die uns eben kam das Stichwort, wie bezeichnen wir dann die Bildung? War das jetzt Umweltbildung oder kulturelle Bildung oder noch viel mehr? Wie war das mit dem Vierklang der sozialen Thematik, der ökonomischen Thematik, die da auch noch reinkommt? Also von Ökologie, Umwelt, das setze ich mal gleich. Das kam auch von Frau Fuhrmann an der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Wenn ich hier mal so blättere, da sind nur Stichworte auf dem Zettel dieser beiden Tage, die unglaublich, allein das Thema Mehrwert der Gärten ist ein Riesenthema. So, und jetzt komme ich vielleicht auf die Frage, um mich nicht abzudriften, weil eigentlich kann man gar nicht den Panel richtig ausfüllen, weil es so viele Themen gibt. Denn allein, was ich eben mir nur als Notiz notiert habe von Frau Inken Fuhrmann, ist, dass die Partner eine Rolle spielen und die Kooperationen wichtig sind, dass die neuen Formate richtig sind. Sie hat das schöne Beispiel von eines Films, wo man mit den Händen in der Erde oder wo man an der Borkenrinde, das versteht man, das kann man aufnehmen. Also hohe Wissenschaftskomplex im Sinne von Wissenschaftsjournalismus. Es ist die Modellhaftigkeit, es sind die Fachkompetenzen einsetzen. Das bedeutet ja wirklich wiederum, dass dieses Medium wirksam machen können. Auch die Diskussion hatten wir gestern. Wir haben das große Thema, ein Schulenthema, ja, aber jetzt kommt schon die Frage von 0 bis 6. Also 0, wann irgendwie, die sprechen ja mit einem Jahr noch so undeutlich, die Kinder dann irgendwie. Aber vielleicht sind wir dann bei Daniel Röhr, der gesagt hat, da gibt es ja noch mehr Sinne, die so ein Kind aufnehmen könnte. Hochinteressant, wie kann man das integrieren? Ich sehe im Park immer bei uns so riesige Wagen, wird gezogen von einem Lehrer und da sind ein Haufen kleine Butzelmänner drin, die irgendwie dann im Garten sich wohlfühlen und auch da interessant eigentlich doch dann da ein bisschen zur Ruhe kommt. Das Thema Weltoffenheit, wenn ich das chinesische Haus erwähne, war das eine ganze Philosophie, die eigentlich ein politisches System sollte in der Aufklärungszeit übertragbar sein für die europäischen Gedankenwelt, für die
die es ja zu der Zeit eigentlich noch verhaftet war in absolutistischen Gedanken. Also wir gehen noch weiter zurück, wir sind eigentlich in der Zeit, wo man die Frage des Konfuzius und so weiter übertragen wollte auf die heutige Gesellschaft. Das steht mitten im Garten und ist auch so ausgeschmückt wie im Garten. Das war übrigens der Rückzugsort für Friedrich, der hat sich da ein Zimmer eingerichtet und wollte da in Ruhe über solche Themen nachdenken. Später dann natürlich. Und das Hochinteressante jetzt der Interdisziplinarität, was ja auch vertreten wurde von Paul Billendorf aus Bamberg gestern, wo wir gesagt hatten, die Konservatoren, das sind die einen, und die Kuratoren, die müssen ja halt das Thema vermitteln. Ich würde vielleicht auch sagen, wir können es nicht, aber eigentlich ist es ein Widerspruch. Wir können ja doch ein bisschen was. Wir haben ja nämlich die Fachkompetenzen, die wir einsetzen müssen, aber eben nicht alle. Und deshalb haben wir auch in dem Buch von Religionswissenschaftlern über Ärzte und bis hin zu Musikern eine Rolle. Wir haben ein sehr schönes Beispiel oder mehrere Beispiele, was durch Musik entstehen kann. Das ist ja auch eine Sprache, die man ja gar nicht definieren kann. Was ist eigentlich Musik? Und die findet ja im Garten statt. Das heißt, auch der Garten könnte ja eine Melodie sein. Der könnte ja Schwingungen haben. Wenn ich an die Blumenrabatten denke, die in einem gewissen Rhythmus das Farbschema wiederholen. Also jetzt drifte ich, glaube ich, ab. Ne? Also die Frage, was die Gärten bieten können, ist ja so ungeheuer groß. Das geht bis zu diesen Mähkumpels, also die einen angucken und Mäh sagen und eigentlich aber auch wirklich mähen. Aber wir haben auch die Anteilnahme, es war so ein wunderbarer Titel in dem Buch, der Titel hieß Gärten für alle. Und das war ja auch damit gemeint. Also eben die Diskussion, wo Frau Töckel nochmal das auf den Punkt gebracht hat, was sind die Bürger, was sind die Touristen und was ist der Wanderer? Ne? Wanderer achte Natur und Kunst und schone ihrer Werke. Also die Frage, was kann man aufnehmen, wie soll man aufnehmen? Das bedeutet, dass man eigentlich überdenken sollte, und jetzt komme ich vielleicht doch nochmal den Ball zurück, es ist, glaube ich, deutlich geworden jetzt schon, dass wir neue Formate nicht durch die Lappen gehen lassen sollte. Also wie vor 40 Jahren und sicherlich auch noch zwischendurch angekündigt, tut was, um die Gärten zu vermitteln. Die Konventionen waren ja immer so, dass man sich in schönen Orten getroffen hat. Das war, glaube ich, Florenz, ne? 1981. Davor gab es mal Venedig, vielleicht das nächste Mal am Wannsee, wo man eine Konvention macht. Jedenfalls war diese Konvention für die Charta der historischen Gärten eigentlich ja noch in vielen Teilen ganz gültig. Nur, dass wir heute versucht haben, Falk Schmidt und ich, über das Thema des Anthropozäns nachzudenken, dass es eine ganz neue Dimension bekommt, nämlich das Thema mit der Natur, des Menschen und der Natur. Und wir fragen in diesem Falle, können wir durch die Gärten auch das Thema des Naturverhältnisses vermitteln? Und wenn das so ist, dass in der Liebermann-Villa nicht die 200 Gemälde oder die Dauerausstellung eine Rolle spielt, sondern 65%, das ist ja nicht wenig, sagen, ich komme eigentlich doch wegen des Gartens. Das ist ja bei uns auch so. Es wird nur nicht so deutlich. Wir haben ja auch diverse Besucherbefragungen und der Garten spielt natürlich eigentlich eine Rolle. Und das ist mehr als Beiwerk. Es bietet so unglaublich viel, wo man dann diese vermittelnden Bildungsthemen. Bildung ist ja ganz weit gefasst. Wir wollen ja eigentlich von außen den Input haben. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Also zu den Projekten ja, aber es ist noch Luft da. Wir können besser werden. Und wir müssen uns fragen, was sind denn die wirklichen Zukunftsfragen, die wir jetzt implementieren sollten? Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen mit den Dialogen. Wir müssen, glaube ich, das fortsetzen, diese Dialoge. Und insofern würde ich den Ball nochmal zurückgeben. Ja, danke. Den nehme ich gerne nochmal auf. Also ich kann Ihnen nur anraten, wenn Sie die Möglichkeit haben, Kooperationspartner irgendwo zu werden, dann machen Sie das. Natürlich insbesondere mit Michael Rode und hier. Aber der Kooperationspartner muss ja eigentlich nicht wirklich, aber er kann hier und da überall so mit reinreden. Und ich sage es deshalb, ich habe ja ein bisschen mitbekommen, es ist gar nicht so einfach gewesen, hier in diesen Raum reinzukommen. Ne? Also Manja Grausche hat da gerödelt, weil da gibt es ja Bestimmung hier und Bestimmung da. Und
Ich war Zaungast. Ich sage es deshalb, weil ich denke, das ist nur ein ganz konkreter Weg. Wo kann man neue Orte finden? Wo kann man einen neuen Kontext schaffen? Und wo kann man in der Tat sagen, da ist noch Luft nach oben, da gibt es Möglichkeiten. Das hat Implikationen, das muss vorbereitet sein. Aber wie bringen wir neue Gruppen in solche Kontexte, privat, öffentlich, mit dem Garten in Fokus, mit dem Bau in Fokus, mit der Kunst, mit den Bildern im Fokus, und um halt diese ungewöhnlichen Allianzen mehr und mehr herauszukitzeln, um voneinander zu lernen und eben festzustellen, wie weit Fachexpertise auch in andere Richtungen geht. Michael, du hast zum Schluss noch mal einen Punkt mit Vermittlung auch reingebracht. Da würde ich gern Frau Fuhrmann noch mal fragen. Begriffssalat. Wenn wir weiterdenken wollen, geht es um, die Antwort wird sein, es geht um alles, aber ich will es von Ihnen hören. Kommunikation, Vermittlung, Marketing, Bildung, alles beliebig differenzierbar. Aber wo genau denken wir weiter und wo kommen wir nicht in diese Einbahnstraße? Ich weiß was oder ich habe was und dann ist Transfer. Sondern wo ist es halt das Dialogische, wo man sich in letzter Konsequenz halt von der Antwort gerne auch überraschen lässt. Aber was ist jetzt im Weiterdenken gefordert? Was ist vielleicht auch das Bild, was wir im Kopf haben, um das Anliegen zu transportieren, aber eben ergebnisoffen und überraschungssensitiv zu transportieren? Ja, da möchte ich gerne Frau Stoltenberg unterstützen, denn die Bildung für nachhaltige Entwicklung hat ja diese Punkte schon sehr klar aufgelistet. Das wurde ja hier auf dem Bildschirm auch gezeigt vorhin, auch in Grafiken, die eigentlich sehr eingängig sind. Und man fragt sich schon, warum das nicht viel, viel bekannter ist und viel mehr angewendet wird, wenn es schon solche Strukturen gibt. Für mich ist noch ein anderer Punkt wichtig, dass wir das nicht komplett außer Hand geben als Gartenwissenschaftler, sondern das auch steuernd ein bisschen oder sehr stark mitbetreuen, denn was zu vermeiden ist, sind natürlich so Fehlentwicklungen, dass dann irgendwelche Naturlehrpfade in die Gärten kommen oder irgendwelche Bienenhotels überall hingestellt werden, wo sie nicht hinpassen, sondern wir müssen eigentlich die Anreize geben und formulieren, wo eigentlich die Potenziale sind, dass man eine vorhandene Trockensteinmauer nutzen kann, um zu erklären, wie Wildbienen überwintern oder was in den Borken von Bäumen passiert, was in den Wiesen für Artenvielfalt ist und wie man da Pflanzenbestimmungen machen kann und nicht andere Konzepte, die zum Beispiel irgendwie in Geoparks oder in Natur-, Waldpädagogik oder sowas erprobt sind oder auch in Museen teilweise mit Druckwerkstätten und sowas. Das müssen wir nicht, wir können eigen, wir haben spezifische eigene Bildungsinhalte, die wir einbringen können, die sich aus dieser Umwelt und also Naturebene ergeben, aber auch aus dem Riesenschatz der Vergangenheit, die wir da bewahren und der Geschichten, die wir erzählen können. Und als drittes dieser Möglichkeit der Teilhabe. Es gibt auf dieser Gartenordnung, die steinerne Gartenordnung des großen Gartens in Herrenhausen von, verzeiht mir, die Jahreszahl weiß ich nicht auswendig, da steht drin, jedem ist erlaubt, in diesem Garten eine Veränderung zu machen. Und das genau dieser Punkt ist es eigentlich, eine Veränderung des Denkens zu machen. Und also eine Entwicklung. Und ich glaube, wir müssen uns da leiten lassen oder auf uns Vorbilder suchen von den Besten, die nicht nur auf künstlerischer Ebene, sondern auch auf wissenschaftlicher Ebene diese Veränderung auch formulieren können und für uns greifbar machen. Und natürlich selber diese Aneignungen selber fördern, dass man die Prozesse selber am eigenen Leib spürt. Ja, besten Dank. So, ich denke, es ist angerichtet. Wer möchte beitragen? Wer kommt rein? Da ist eine Wortmeldung. Brigitte Mank, Kulturstiftung und Gartenreich Dessau-Wörlitz. Ich würde gern ein paar Gedanken aufgreifen. Ich glaube nach wie vor, dass ja historische Gärten, die jetzt angelegt worden sind vom weltlichen oder geistlichen Adel im 17., 18., 19. Jahrhundert,
im Grunde genommen ja sehr, sehr demokratische Zugänge haben, weil wir können sie, so wie sie angelegt worden sind und jene, die wir über die Jahrhunderte erhalten konnten, heute genau so nutzen, wie man sie zur Zeit ihrer Anlage genutzt hat und über die Jahrhunderte hinweg. Und das steht für mich wirklich sehr im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Museen, historischen Bibliotheken, Kunst- und Wunderkammern, die ich letztendlich funktional, gestalterisch viel stärker verändern musste, um sie von einzelnen Besucherinnen und Besuchern zu einem größeren Publikum, zu einem breiteren Publikum und einer breiteren Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Das heißt, ich kann Gärten, die eigentlich monarchische Kunstwerke sind, in der Republik und in der Demokratie ganz genauso nutzen, mit völlig anderen Zugängen und völlig anderen Interessenslagen und auch anderen Bildungsaspekten und Ausbildungsaspekten. Aber sie sind, wie sie sind als Kunstwerke. Dort, wo wir das Glück hatten, dass wir sie in ihrer Gestaltung und in den Ergänzungen der folgenden Gestaltungsphasen wirklich erhalten konnten. Und das finde ich mal sehr, sehr faszinierend, auch in diesen Aspekten, wo ja Herrscherhäuser wie jetzt Fürst Franz von Anhalt-Dessau bereits in der Anlage der 1770er Jahre die Gärten schon öffentlich gemacht hat, oder die Habsburger, die es auch ab den 1770er Jahren trotz absolutistischer Systeme dann öffentlich gemacht haben, ihre Gärten, dass man das wirklich über die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen so gut mitnehmen konnte. Und ich denke, das ist das, was mir auch Hoffnung gibt, aus der Gartendenkmalpflege und der Gartenkunst kommen, dass man diese neuen Aspekte der Bildung einfach gut hineinnehmen kann. Das ist das eine, was mir wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und dass wir dann auch nicht in grundsätzliche Veränderungen gehen müssen. Einfach, dass wir die Qualität des Historischen haben, aber die neuen Aspekte hineinnehmen und die Gärten da sehr, sehr resilient und nachhaltig sind. Und der zweite Gedanke, der mir immer ganz wichtig ist, und das kommt ja auch im Titel dieses vierten Panels jetzt ganz gut raus, wo historisch in der Klammer sitzt, das ist ja auch ein Glück, dass viele historische Gärten haben, dass sie nicht alles können müssen. Also jetzt gerade in Großstädten wie Berlin oder Wien oder Paris, London, da haben wir viele historische Gärten, die gut erhalten sind, aber wir haben auch viele Landschaften, Stadtlandschaften oder neu gestaltete Gärten. Und das ist auch nochmal was, was ich immer sehr, sehr positiv finde. Die historischen Gärten können viel und können viel leisten, aber sie müssen nicht alles leisten. Das heißt, man kann da auch ein Spiel spielen mit neuen Anlagen und historischen Anlagen. Und was ich, und das ist der dritte wichtige Punkt, da möchte ich mich jetzt auch allen anschließen, was schon gesagt worden ist zum Thema, zu vielen gesellschaftlichen Themen, die wir heute haben, die sich auch widerspiegeln, aber gerade zum Thema Klimawandel, und Michael, da haben wir ja die Diskussionen sehr, sehr häufig, dass wirklich gerade auch die Landschaftsgärten, wo schon sehr früh im 18. und 19. Jahrhundert, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, fremdländische Arten gepflanzt wurden, wir ja da im Grunde genommen die Versuchsorte schon haben, was bewährt sich nicht. Also das wäre nochmal so ein kurzer Bogen zum Klimawandel rüber, tatsächlich gelebte Versuchsorte. Und ich denke jetzt für die Zukunft und für wirklich alle neuen Ansprüche und neuen Nutzungen gehe ich mit Blick auf wirklich viele Jahrzehnte sehr, sehr sicher hinein, dass die Gärten unglaublich stabil und resilient und nachhaltig sind und wenn man sie wertschätzend pflegt und erhält, unglaublich viel mittragen und auch zurückgeben. Mhm. Danke. Ja, besten Dank für das tolle Statement, für die Gedanken. Gab es direkt eine weitere Meldung, sonst würde ich gern Bälle zuspielen. Ich würde gerne aufgreifen, dass historische Gärten vieles können, aber auch nicht alles können müssen und dass es eben auch wirklich eine Frage von Austausch und Kooperation ist. Das geht in die Wissenschaft natürlich als ein Aspekt davon, aber eben auch an die Nutzungsform. Ich würde vielleicht
mal ein bisschen gucken Richtung Nachhaltigkeitswissenschaften. Frau Stoltenberg, Herr Ziechang, was würden Sie denn sagen, nach dem, was Sie jetzt gehört haben, was Sie vorher schon mitgebracht haben, an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Gärten, der historischen Gärten gerichtet, was können Sie wirklich einbringen als Pfund, also die quasi Außenperspektive? Was kann man hier besonders lernen und wo muss man auch nicht jede Mode mitmachen, weil vielleicht gerade auch darin ein ganz wichtiger Aspekt liegt, was eingebracht werden kann? Also was sehen Sie, was ist ein Pfund und zwar eins, das aktuell eingebracht werden kann? Naja, generell aus meiner Sicht wäre ein Punkt schon wichtig, den ich, glaube ich, auch vorher in der Pause mal mit angesprochen hatte, dass eben die Gärten eigentlich noch Orte sind, die intakte Landschaften in einer großen Vielfalt und in einer sehr starken kulturellen Ausprägung eben haben. Das heißt, wenn wir eben uns auf diese historischen Gärten eben konzentrieren, dann sind sie ein sehr, sehr starker Kontrapunkt gegenüber der anderen Landschaft, die drumherum sozusagen ökonomischen und privaten Verwertungsinteressen eben folgt. Und wenn Sie so ein Stück weit eben sehen, auch anhand von Statistiken, was an Bebauung erfolgt in Deutschland, was an Verkehrszerschneidung erfolgt, was an Bodenversiegelung erfolgt, dann ist es also unglaublich, es ist aber kein Thema. Und das Merkwürdige ist, dass dann, wenn man eigentlich jetzt diese Gärten als Gegensatz nimmt, dann würde einem das zumindest noch mal bewusst auffallen, vielleicht auch im Sinne von, dass man da eine Veranstaltung dazu machen könnte. Warum soll man nicht eine Veranstaltung machen über die weitere Landschaftsentwicklung jetzt hier in diesem Saal oder eben bei Schlösser und Gärten? Und das ist etwas, was mir persönlich eben, was mich sehr beschäftigt und was mich auch sehr wundert, dass eben dieser Kontrast immer größer wird zwischen der Ästhetik und der Landschaftskunst und dem Umgang eben mit der Landschaft drumherum. Und ich hatte es vorher kurz angedeutet, wir haben ja eigentlich das Prinzip einer Veredelung von Landschaft gehabt hier, gerade für die Potsdamer und Berliner Kulturlandschaft. Und dieses Prinzip ist versunken und daraus ist entstanden, wenn man so will, eine Verödung von sehr vielen Landschaften. Und das wäre etwas, was aus meiner Sicht sehr zukunftsträchtig ist und wo eigentlich niemand besser als eben diese historischen Gärten quasi diese Frage aufwerfen können, wie soll denn die zukünftige Landschaft denn eigentlich aussehen? Das war nicht abgesprochen, aber Sie greifen in der Tat ganz wunderbar die inspirierende Diskussion von der Kaffeepause auf und bringen sie direkt ein. Und ich denke, das ist auch wichtig zu kommunizieren, was der Blick von nochmal in Anführungsstrichen von außen reinbringt. Also ich zitiere nochmal, Klaus Töpfer schreibt im Buch von den ausgeräumten Landschaften gegenüber eben der Fülle der Landschaft in den Gärten. Und ich glaube, dass die Kommunikation, die strategische Kommunikation, wo kann man sich einbringen in Zukunftsfragen, in Gestaltungsfragen, die uns sehr stark betreffen, auch hier in der Region. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, haben wir auf der Habenseite. Frau Stoltenberg. Also wenn man summiert, was wir alles schon herausgefunden haben, die Potenziale, dann muss so jemandem wie Herrn Rode ja ganz schlecht werden. Denn das kann man ja gar nicht bewältigen. Diese ganzen Veranstaltungen, diese ganzen Spaziergänge, diese ganzen Bildungsvorhaben. Deshalb lohnt es sich jetzt auch zu bündeln und mal zu gucken, was hat sozusagen Priorität. Und bei den Prioritäten kann ich noch mal anknüpfen an das, was ich gestern gesagt habe. Es gibt so viele Gärten, die Mensch-Natur-Verhältnisse neu thematisieren in diese interkulturellen Gärten, diese Schrebergärten, die ganz neu sich erfinden und so weiter. In diesem Kontext können die historischen Gärten sagen, was sie Besonderes können. Was sie Besonderes können. Und müssen da nicht konkurrieren, aber ich finde diesen Hinweis nochmal wichtig, dass Sie, Kooperation ist schon mehrfach angesprochen worden, dass Sie hinsichtlich dieser notwendigen Botschaft, die nachhaltige Entwicklung auch braucht,
wie gestalten wir Mensch-Natur-Verhältnisse neu, dass sie sich da auch zusammenfinden mit den anderen Gärten. Und dann das eigene beschreiben, was ich sehr hilfreich finde, Frau Vormann, ist, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben, dass wir nicht etwas hineinholen müssen in historische Gärten, sondern dass dort Anlässe existieren, um wirklich Bildungsmöglichkeiten zu erschließen, Wahrnehmungsmöglichkeiten für Zusammenhänge zu erschließen, die man dort findet. Und da ist der Appell an die Fachlichkeit, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man seine eigene Fachlichkeit für Gärten so mit einbringt, dass andere Menschen was Neues sehen. Ich denke, dass es wichtig ist, nochmal zu überlegen, was müssen historische Gärten tun, damit sie Orte informellen Lernens werden. Also das Lernen beim Spazierengehen und nicht dieser pädagogische Zeigefinger, sondern wie müssen Gärten aufgestellt sein, damit Menschen, die da durchgehen und die nicht zu einer Bildungsveranstaltung wollen, sondern in den Garten, auch wirklich was mitnehmen. Und der zweite Punkt ist, was kann man bewältigen, aber was ist, hat auch Priorität bei der Ermöglichung von speziellen Bildungsvorhaben. Und diese Bildungsvorhaben sollten so sein, dass sie Menschen in ihrer Wahrnehmung anders ansprechen, als ich erkläre dir jetzt mal, wie das ist. Und da finde ich die Balletttänzerin und die Schafe die besten Bildungsanlässe, weil sie sehen lernen, weil sie verstehen lernen. Und man kann auch den Fokus Monat für Monat oder halbjährlich auf andere Themenstellungen setzen, auf die man gerne hinweisen möchte. Man muss sich da nicht verzetteln und alles gleichzeitig tun. Aber wenn man mal ein halbes Jahr Biodiversität hat, dann kann man schon bündeln, so verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, darüber muss man weiter diskutieren jetzt, wie man diese vielen Anregungen so bündeln kann, dass sie auch bewältigbar sind. Vielleicht auch gar nicht alleine nur von den Gärten, sondern in Kooperation und dazu neue Allianzen, neue Bündnisse schmieden, auch mit Institutionen, die existieren und die neu angesprochen werden müssen, wie Bildungsinstitutionen, die sich auch verändern müssen, durch eine Zusammenarbeit mit Parken zum Beispiel. Ja, wunderbar. Wissen, da gibt es eine tolle Rednerinnenliste. Frau Vormann, Frau Mang, Ed Siesang und Michael Rode, wenn direkt, dann Michael direkt zuerst. Ja, dass ich das Wort jemand anders geben möchte. Also erstmal nur ganz kurz als Ergänzung, genau richtig, man wird schwindelig dabei, aber die Frage war ja, in welche Richtung können wir gehen und wie können wir das strukturieren, dass wir uns da nicht übernehmen. Jeder von uns hat schon mal bestimmte Veranstaltungsjahre gehabt und bestimmte Themen nach oben gebracht. Aber zu dem Thema mit dem Mäh, da würde ich ganz gern Frau Dr. Silvia Budenschön mal das Wort geben, weil sie hat diesen Mäh verursacht, mit unseren Gärtnern nämlich, und sie erklärt mal, wie das so gelaufen ist. Ganz okay, dann nehmen wir das auch noch dazwischen und dann gehen wir aber die Rednerliste durch. Ja. Okay, dann nur ganz kurz. Ja, das ist ein Studienprojekt gewesen. Also ich bin ja Lehrende an der TU Berlin für die Landschaftsarchitektur und dort haben wir ein Studienprojekt durchgeführt, in dem es um Biomasseverwertung in den historischen Gärten ging. Also darum, wie gehen denn die historischen Gärten mit dem um, was dort produziert wird und wie kann man das nachhaltig auf Dauer anlegen. Und da sind wir eben auch wieder drauf gekommen, dass es ja durchaus in der Vergangenheit schon mal diese Nutzungsform durch Tiere in Gärten gab und dass das ein großer Vorteil ist, weil eben Nährstoffaustrag vermieden wird oder Neueintrag durch Düngerkauf oder sowas da nicht mehr nötig ist, wenn man beispielsweise Schafe weiden lässt in den historischen Gärten. Das ist ja freundlicherweise oder erfreulicherweise dann auch umgesetzt worden hier direkt, sowohl in Charlottenburg als auch hier in Sanssouci.
Und ja, wie man jetzt nach wenigen Jahren sieht, ja schon ganz erfolgreich umgesetzt worden. Also das war eine Kooperation mit der Universität, also mit den Ausbildungsstudiengängen. Und das wollen wir auch fortsetzen, auch in anderen Feldern, jetzt eben in Kürze mit dem Projekt, was ich in dem Buch vorgestellt habe, Die Welt im Garten, wo es darum geht, in das Curriculum von Schulen das Thema der Fremde im Garten oder der Welt im Garten zu integrieren, um ja in die Struktur hineinzukommen, wie meine Vorrednerin eben gesagt hat, dass es wichtig ist, ne? Nicht nur das eine Projekt zu machen, mit dem man anfangen kann, aber dann zu schauen, wie kann man das in die Strukturen, in die Bildung integrieren, dass die Gärten als außerschulische Lernorte immer wieder an verschiedenen Anlässen fungieren können. Und das können eben historische Gärten nicht nur im Bereich der Ökologie oder der Naturdarstellung, sondern eben auch im Bereich der kulturellen Themen oder der Kulturdarstellung. Und ich finde es gerade in der heutigen Gesellschaft, die ja durchaus von Austausch in größerem Maße geprägt ist, also wir sprechen nicht umsonst von migrantischen oder Migrationsgesellschaften, in denen wir schon leben, ist umso wichtiger auch darauf hinzuweisen, was auch an Ideen oder Verknüpfungen in alle Welt in den Gärten steckt und da, darüber auch eine Wertschätzung bei Menschen zu erzeugen, die vielleicht aus diesen Weltregionen kommen, in die verwiesen wird in den Gärten. Ne? Also das wäre auch, also ist ein Thema, was ich jetzt weiter angehe und in Kooperation mit der SPSG. Besten Dank. Ich will vielleicht kurz durchwerfen. Ein bisschen schwindelig kann es Michael Rohde schon werden. Verträgt auch viel. Natürlich bündeln und priorisieren, aber auch erstmal die Vielfalt, also erstmal öffnen. Und genau das geht auch hier um die Öffnung. Und also zumindest ich weiß nicht immer gleich, was die Prio ist. Aber natürlich braucht man das. Aber parallel dazu, und das ist ja auch der zweite Punkt, neben der reinen Öffnung, die Komplementarität und die Kooperation, die auch kritische Masse, die man bisweilen braucht. Und da sind wir ja nicht unbedingt, wir als an der Sache Interessierten, diejenigen, die dann halt schon gegen Mainstream-Prioritäten immer das erste Wort behalten können. Kooperation finden, Allianzen finden und dann zu schauen, wer bringt was am besten ein. So, jetzt komme ich zur Rednerinnenliste. Frau Fuhrmann, Frau Mang und dann Herr Zieschang. Ja. Für mich ist natürlich, dass das denkmalgerecht stattfindet. Das ist, glaube ich, allen klar. Worauf ich noch mal fest raus will, ist, dass wir auch Bildung als einen Währungsfaktor sehen. Also wenn wir jetzt Veranstaltungen oder Angebote, die man als Schlösserverwaltung beispielsweise macht, denkt, dann muss das ja immer finanziell alles funktionieren. Da muss jemand bezahlt werden. Das rechnet sich eigentlich nicht mit allen Gästen, die da kommen. Und ich glaube, wir müssen in der Gesellschaft lernen umzudenken, dass nämlich Bildung auch ein Wert ist, der finanziell eine Bedeutung hat. Wenn meine Kinder in einem Ferienworkshop super betreut sind und ich weiß, dass die die ganzen Herbstferien alles lernen von Pflanzen bis zur Geschichte und alles Mögliche und dann Mehrwert draus haben. Und ich weiß, die sind da super aufgehoben und haben da spannende Impulse, die sie mir nachmittags erzählen in ihren eigenen Worten und mir dadurch selber nochmal erschließen, was wir eigentlich für einen Wert da haben, den wir vermitteln. Dann ermöglicht das auch zum Beispiel Alleinerziehenden oder einfach Vollzeit zu arbeiten auch. Also es sind nochmal andere Wertschätzungen, glaube ich, die auch eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung haben, wenn wir uns da dem Thema Bildung noch stärker widmen. Ja, besten Dank. Frau Mang. Zusammenfassend aufgreifen, das ist ja schon gesagt worden, dieses Gesamtkunstwerk immer mit den Schlössern, den Häusern, den Kunstsammlungen, das scheint mir da auch beim Bildungs- und Ausbildungsaspekt ganz wichtig, dass wir es, auch wenn wir von der Gartenseite kommen, aber nie isoliert sehen, sondern immer mit den Häusern, ich sage jetzt mal, egal ob das jetzt Schlösser oder Villen oder Landsitze sind, sei dahingestellt, es ist immer ein Gesamtkunstwerk, weil wir ja die Architektur auch wieder immer bei uns in den Gärten haben. Ja? Also das ist ja ein Miteinander über Jahrhunderte und verbindet sich in Kunst und Kultur. Und
je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr scheint mir auch der Wert von Gärten zu sein, dass ich mit eben diesem demokratischen Zustand, diesem öffentlichen demokratischen Zugang, den wir haben, fast alle Gärten jetzt in Deutschland oder alle in Österreich auch sind ja frei und öffentlich zugänglich. Und damit haben wir einen sehr demokratischen Bildungszugang auch. Und was für mich aber auch wieder die Qualität bildet, ich kann manches mitnehmen. Ja, ich kann Bildung mitnehmen, ohne dass mir ständig die Bildungskeule kommt. Ja, vielleicht will ich auch mal an einem Wochenende oder in Ferien etwas en passant mitnehmen und bin ganz froh, dass ich es mal nicht aufs Auge gedrückt bekomme, sondern sukzessive etwas mitnehme. Kann sein im Leben, dass man das zu schätzen weiß. Und ein dritter Aspekt, den ich beim Thema Gärten über die Vielfalt, dass dann Gärten alles haben, Architektur, Gartenkunst, Fauna, Flora, das Klima, die Landschaft, die Kulturlandschaft, kommt für mich auch immer noch dazu, dass es einer jener Kunst- und Kulturbereiche ist, die immer noch sehr im Handwerklichen verhaftet sind. Also all unsere Gärten sind so prachtvoll schön und solche Wunderwerke von Kunst und Kultur, weil sich das Handwerk über Jahrhunderte gehalten hat in der Tradition. Und das heißt immer noch für mich einen sehr stark handwerklichen Aspekt, der aber auch ein Bildungs- und Ausbildungsaspekt ist, wo ich dann auf der einen Seite Wissenschaft und Forschung habe, die ich unabdingbar notwendig benötige, aber auch diesen handwerklichen Aspekt. Und der ist mir in der Bildung und Ausbildung dann auch immer ganz, ganz wichtig, das auch immer mitzuhaben und zu sagen, ja, auch das gehört mir hier dazu, weil sonst gibt es dieses Kunstwerk nicht. Ja? Und ich finde, das ist noch einmal augenscheinlicher wie bei Architekturen oder Kunstsammlungen. Dort muss ich auch sanieren, dort muss ich auch erhalten, dort muss ich auch restaurieren. Aber im Garten kann ich nicht mal eine Saison nichts tun. Ich kann vielleicht noch ein Bild ein paar Jahre nicht restauriert lassen und ein Gebäude hält das auch einige Jahre aus. Aber ein Garten hält das nicht aus. Ja? Und das sind mir dieser handwerkliche Aspekt auch in unserer sehr intellektuellen Zeit und digitalen Zeit ein ganz wichtiger Zugang zu Gärten. Ja, besten Dank. Das wäre auch natürlich ein weiterer Punkt, den wir bislang noch gar nicht gestreift haben, aber der sehr wichtig ist, die handwerkliche Dimension des Erhaltes. Und da hängt ja auch, denke ich mal, eine ganze Sache dran, auch strukturell. Ein anderer Punkt, das hatte Frau Stoltenberg sehr schön auf Begriff gebracht, Orte des informellen Lernens sein, dass man es im positiven Sinne mitnehmen kann. Bei uns kann jeder was mitnehmen, habe ich auch gelernt. Hier kann jeder was mitnehmen, ganz toll. Jetzt aber, Herr Ziecher. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung zu Ihnen, Frau Stoltenberg. Was ich mir gut vorstellen kann oder was ich so als Begriff schön finde, ist so ein Begriff, der von Heidegger stammt, so der Gelegenheitsphilosophie. Nämlich da, wo, weil er selber ja auch sehr viel gewandert ist, auf diesem Höhenweg bei Heidelberg und da auch einen Teil seiner Philosophie entwickelt hat. Ich glaube, die Gärten sind wirklich ein guter Ort, wo man diese Gelegenheitsphilosophie sozusagen nutzen kann oder betreiben kann, wenn man weiß, dass es diesen Begriff eben gibt. Und dafür gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, ob das die Kunstgeschichte ist, ob es dann die Botanik ist, ob es dann eben die Sichtachsen sind. Also da gäbe es eine ganze Reihe und es wäre dann eben auch nicht ein pädagogisches Programm, was man immer anbieten müsste. Aber die Idee, vielleicht so etwas mal einmal zu konzipieren und vielleicht auch für andere, ja, wie heißt es nochmal, Neudeutsch, Multiplikatoren dann zu verwenden, das wäre eine Idee. Und die andere, woran mir noch liegen könnte, ist, man muss nicht alles selber machen, weil diese Überforderung sehe ich jetzt auch, dass wenn das jetzt die ganzen Ideen jetzt hier bei Ihnen landen, was machen Sie denn dann die nächsten Wochen und Monate, wenn Sie das ernst nehmen? Aber es gibt ja noch so etwas wie das Gartennetzwerk Deutschland. Warum soll man nicht innerhalb des Gartennetzwerkes mal eine Art Programm entwickeln über vielleicht die nächsten 5 oder 10 Jahre arbeitsteilig, wo dann die verschiedenen Aspekte, die Sie hier gesammelt haben, man die einbringt und sich die jeweiligen Gärten eben dann vielleicht ein Stück weit untereinander absprechen, was Sie jeweils als Schwerpunkt entwickeln und das dann austauschen können. Also das wäre ein Vorteil von so einer Infrastruktur, die man eigentlich schon hat und die aus meiner Sicht vielleicht auch zu wenig genutzt wird. Vielleicht täusche ich mich, aber da ich jetzt hier unten bin, ist es auch eine Frage dann zugleich an die Stiftung, ob Sie mal in die Richtung gedacht haben. Ja.
Dann direkt nochmal zurück an Frau Mang. Darf ich das ganz kurz in den Kooperationen beantworten? Da ist ja ein hervorragend gutes Netzwerk in Deutschland. Wir haben einerseits diese Arbeitsgemeinschaft Schlösser und Gärten, wo wir mit allen Bundesländern vertreten sind und alle Stiftungen und Verwaltungen, die die historischen, ehemals fürstlichen oder königlichen Schlösser und Gärten verwalten. Dann haben wir noch ein sehr gutes Netzwerk in den neuen Bundesländern, wo es noch einmal ein zusätzliches Netzwerk gibt über Kunst- und Kultureinrichtungen. Dann sind einige von uns vernetzt europäisch über die Royal Residences, also das sind die Preußen, die Sachsen und wir. Und jetzt verstehe ich als Österreicherin den Scherz nicht, aber muss nicht sein. Okay. Gut, irgendwer wird es mir nachher erklären. Jetzt weiß ich schon wieder, es ist mir der Gedanke kurz im Schmunzeln verloren gegangen. Und dann haben wir ja innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Schlösser und Gärten hat jede Fachdisziplin ihre Arbeitsgruppe, also das hat ja Frau Vormann schon genannt, dann die Gruppe Gärten innerhalb der Arbeitsgemeinschaft. Und das geht jetzt runter bis auf die Bundesländer. Also wir haben in Sachsen-Anhalt die Gartenträume, die uns alle vereinigen. Wir haben den Arbeitskreis Historische Gärten in der DGGL. Also da gibt es, finde ich, in Deutschland ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Und wir streuen dann in alle Nachbarländer. Also das sehe ich ausnehmend positiv, wo die Themen auch sehr, sehr breit sind, soweit ich das sehe. Besten Dank. Ich vermute, das sehen Sie nicht. Ich lese mal einen Beitrag aus dem Chat vor. Dann bitte. Herr Schieschank, das ist ein richtiger und wichtiger Beitrag, also Anregung, die auch Frau Vormann vorhin schon nannte, nämlich mit dem Stichwort der Kooperation und wo wir gerade ein Beispiel mit Frau Dr. Butenschön hatten, also was sie auch so fortsetzt. Das heißt, interessant ist die Frage, welche Themen, wie soll man es machen? Das hatte Frau Stoltenberg gesagt, also mit der Struktur. Können wir dann die Richtung in der Geschichte bündeln, also Umwelt, können wir diese Geschichte in Inspiration oder Geschichte und die in Kunst und formale Gestaltung und so weiter. Das heißt, das sind so alles die Fragen. Und der eisenharte Moderator Falk Schmidt, der sagt, nein, wir müssen noch weiter öffnen. Und dann machen wir das so, wir öffnen noch weiter die Themen. Nämlich, wir wollten ja eigentlich hören, was andere noch uns an Anregungen geben. Das war das Zitat von Horst Köhler. Geht raus und hört zu. Auch hört bei denjenigen zu, die vielleicht mit den Themen eigentlich noch gar nichts anfangen können. Also da sind wir vielleicht, glaube ich, auch hartnäckig, dass das daraus ein echter Dialog entstehen könnte, um praktisch auch eigentlich noch einen Lernprozess vor uns zu haben. Also eigentlich noch, wir müssen nicht sofort das Ergebnis auf dem Tisch haben. Eigentlich ist das ein Prozess jetzt, der gerade stattfindet, weil wir das als wichtig erachten, wie eine Vermittlung aussehen kann. Das wollte ich nochmal loswerden. Also wir kennen uns alle untereinander, aber wir wollen ja andere hören, die uns da helfen, also in der Richtung. So war das auch gemeint von Ihnen. Ja, schöner Spruch, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Erinnert uns natürlich an die Vermittlung von Öffnung und Wiederschließung. Wir haben hier, das bringe ich, und dann können Sie ja vielleicht, Frau Vormann, noch mal das anders akzentuieren. Aus dem Chat, historische Gärten sind dafür da, fachlich bewertet zu werden. Es braucht keine putzigen Insektenhotels und so weiter. Es geht um den Erhalt der historischen Gärten mit ihrer Einzigartigkeit. Das kostet Kraft genug. Also das wäre auch ein Plädoyer, ich sage es mal, ein Plädoyer für Fokus. Frau Vormann. Schon ein paar Kooperationspartner angesprochen. Die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur mit dem Arbeitskreis Historischen Gärten ist auch ein wichtiger Partner. Genauso die Deutsche Gesellschaft für Gartenbau e.V. von der Mainau. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Vereinen und eins verbindet alle, dass sie nämlich eine sehr tiefe Liebe zu den Gärten haben und zu grünen Räumen. Und ich glaube, diese gemeinsame Verbundenheit, die ist ein ganz wichtiger Faktor und diesen Zusammenschluss muss man auch noch stärker suchen,
deutschlandweit, europaweit, um es dann endlich auch mal mit unseren echt wichtigen Themen, also wir haben ja jetzt hier nicht irgendwas Lapidares, Abgehobenes diskutiert für einen Elfenbeinturm, sondern wir haben wirklich Zukunftsaufgaben diskutiert, denen wir uns stellen müssen und wo wir auch handeln müssen, nicht nur reden, sondern wirklich konkrete Handlungen folgen lassen müssen. Und wenn wir halt so geschlossen das auch rüberbringen, schaffen wir es auch zum Beispiel mal mit solchen Partnern, mit den Vorrednern, exzellente Vorredner, es zu schaffen, bei Maybrit Illner mal zu sitzen oder sonst wo in einem wirklich großen Interview, was Leute erreicht auf öffentlichen Kanälen, was eine Relevanz auch hat und eine Wirkung, sowohl in der Öffentlichkeit als auch politisch. Denn ich glaube, wir brauchen die verschiedenen Ministerien, die Gelder bereitstellen, die Fachkompetenzen ermöglichen, Umweltministerium, Wissenschaft und Kunst, Finanzministerium, Kultusministerium und noch diverse andere Förderer und Stiftungen. Und ich glaube, dass wir da diesen breiten öffentlichen Diskurs noch stärker fordern müssen. Das denke ich, das hatten wir gestern auch schon mal mit den Impulsen von Christiane Greve. Und wir haben, das spiele ich dann gern vielleicht an Michael zurück, warum wird auf der ganzen Tagung die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger vergessen? Haben wir es vergessen? Nein, die haben wir natürlich nicht vergessen, weil sie genetisch eigentlich mit in uns stecken, denn wir sind alle Konservatoren in dem Sinne und die Landeskonservatoren bzw. Vereinigung der Landeskonservatoren ist sind die Partner, mit denen wir täglich umgehen, denn sonst hätten wir ja auch die Naturschutzpartner, die haben wir jetzt auch nicht explizit erwähnt, weil wir da auch eine gute Kooperation wollen und müssen. Das heißt, wir haben mit vielen, vielen Projekten die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland, so heißt das eigentlich richtig, das ist eine ähnliche Pangdang-Geschichte wie die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Schlossverwaltung, so in der Richtung. Und sie sind eigentlich bei uns mit verflochten. Was ich aber sagen möchte, ist, dass sie unablässige Justierung darstellen für die Frage, die Frau Fuhrmann eben angeschnitten hatte, dass wir die fachliche Aufgabe haben, diese Kulturgüter authentisch zu bewahren. Und die obersten Gesprächspartner dafür sind die Landesdenkmalämter. Auch geschichtlich sehr relevant in dieser Frage gewachsen. Und insofern ist das ein wichtiger Chat-Hinweis gewesen. Gut, wir kommen schon so langsam Richtung Zielgerade. Ich gucke mal, was es vielleicht noch gibt aus der Runde. Ansonsten würde ich auf jeden Fall die beiden Panelistinnen noch mal einladen, auch für ein Schlussstatement. Ich würde Frau Mang dahingehend nochmal aufgreifen und das und Frau Rosensteiner nochmal mit rückspielen. Also das Zusammenspiel, das Gesamtkunstwerk von den Gärten und den Schlössern, die Kunstsammlungen darin. Und das ist eine andere Skala als bei einer individuellen Villa, aber das, glaube ich, ist ja auch etwas, was Sie jetzt am Anfang ja eingebracht haben und was man da sieht und was Sie vielleicht das ein oder andere von der Tagung auch mitnehmen, das sogar noch zukünftig stärker zu gewichten, was der Garten ist. Oder was würden Sie gern abschließend hier noch uns mit auf den Weg geben oder was sagen Sie, nehmen Sie mit? Viel mit. Also es ist einfach sehr spannend, in diesem Kreis einfach zuzuhören und ja, das alles einfach aufzunehmen irgendwie. Es wurde angesprochen irgendwann diese Idee, natürlich für Liebemann war der Garten ein Inspirationsort und inwiefern kann das auch heute so sein? Wir haben auch, oder ich habe seitdem ich in der Villa angefangen habe, darüber nachgedacht, könnten wir vielleicht zeitgenössische Künstler integrieren? Und natürlich bietet es sich an, zu sagen, Liebemann fand Inspiration im Garten, was finden Sie in unserem Garten, was findet ihr? Und ich finde das eine sehr interessante
Aspekte, das wir auf jeden Fall verfolgen könnten. Ich fand es auch interessant, glaube ich, was Sie gesagt haben zum Thema Demokratie des Gartens, und wie das für uns als Haus relevant ist, war natürlich, man muss bei uns Eintritt zahlen. Das ist so, gibt das Ganze, glaube ich, eine andere, wie sagt man, einen anderen Ton vielleicht. Wir wollen natürlich offen sein, wir wollen, dass Leute zu uns kommen, wir brauchen das auch. Also wir leben, wie gesagt, von unseren Eintrittskarten, und ich finde es sehr interessant, persönlich zu überlegen, wie können wir uns öffnen, was können wir, wir hatten im letzten Panel das Thema Digitalisierung, was könnten wir da machen, aber dass wir dabei nicht vergessen natürlich, dass die Leute uns besuchen müssen, wenn wir überleben sollen. Ja, ansonsten muss ich einfach nochmal vielen Dank sagen an Michael Rode für die Einladung. Wie gesagt, ich fand das sehr, sehr interessant, einfach zuzuhören, und ich bin für Projektkooperationen sehr offen. Da schnell nochmal nachgefragt, wenn ich das richtig verstanden habe, Künstler Lehmfuhl, der war auch bei Ihnen in den Garten bereits. Das muss 2017 gewesen sein, genau. Okay, also das im Sinne von einladen, öffnen und eben... Einfach gefragt, also ja. Ich war damals Kuratorin, glaube ich, und an einem Tag war er plötzlich da, und ich kannte ihn zufällig, und er hat im Garten gemalt, und die Bilder habe ich seitdem nicht gesehen, nur online, aber die okay. sind sicherlich sehr schön geworden. Okay, sehr gut. Dankeschön. Bitte. Frau Vormann. Ja, ich würde zum Abschluss gern drei Punkte sagen. Einmal ist mir wichtig, dass der Garten Gemeingut ist und da für alle zugänglich sein muss. Und ich glaube, wir müssen wirklich jetzt endlich den Klimaschutz ernst nehmen und ins Handeln kommen. Und das ist in den Gärten ja nur zu gut sichtbar, was für Veränderungen anstehen und wie wir damit umgehen, wenn die Kastanie nicht mehr da sein wird und die alten Eichen sogar jetzt auch sterben. Und wir müssen in Forschung und Bildung investieren und das ja, in voller Kraft. Ja, das sind doch Prioritäten, würde ich sagen, Bündelungen. Besten Dank. Ich danke Ihnen für diese Runde. So, Ziel ist, dass wir um eins noch mal gesellig, heute auch etwas wärmer, beisammen stehen. Und ich will nur ganz knapp ein paar Highlights, die wahrlich nicht umfassend sind, für mich hier rekapitulieren. Und dann würde ich aber auch an Michael noch einmal übergeben, um genau das Schlusswort zu sprechen. Und was immer wichtig ist, wo geht die Reise hin? Also, dass es Klarheit gibt. Ich denke, was für mich als Kooperationspartner vom ISS auf jeden Fall gelungen ist, und das kam jetzt zum Schluss auch nochmal raus, ist wichtig als Erinnerung, dass also raus aus den Silos. Und natürlich Silos per se, wer möchte schon gerne im Silo sitzen? Nicht so ein schönes Wort, aber natürlich nicht so, dass man die eigene Homebase halt vergisst, dass man die Fachlichkeit nicht klein macht, sondern stärkt. Kooperationen sind dann stark, wenn die Partner für eine Kooperation stark sind, wenn sie sehr viel mitbringen. Und dann erst kann man sich öffnen und kann sagen, mit wem müssen wir noch im Dialog kommen, um für manche Fragen brauchen wir das nicht, aber für andere Fragen brauchen wir das. Und warum sich auch gerade viele Geistessozialwissenschaftler mit so einem Thema wie Klimawandel auseinandersetzen, ist, dass das ein Beispiel ist, was so etablierte Pfade halt wirklich sprengt. Also man muss aus der Box raus, weil die Treiber so stark sind, so groß sind. Und dann ist es wahrscheinlich doch notwendig, Plädoyer auch nochmal zum Schluss, Klimapolitik ernst nehmen, weil es eben die Lösung nicht in den eigenen Händen liegt. Es ist in dem Fall die größtmögliche Hand, Menschheitsaufgabe. Und bei anderen Fragen ist es auch etwas, wo man andere Kooperationspartner braucht. Es gab mal den wunderbaren Spruch Umwelt für Entwicklung. Das ist nicht eine Instrumentalisierung von Umwelt meines Erachtens, sondern das ist eher Selbstbewusstsein zu sagen, wir bieten etwas an,
um andere Fragen zu stellen. Also ich denke, dieses aus der Box rausgehen, immer mal wieder aus der Box rausgehen, manchmal muss man und da, wo man es kann und tut, umso besser. Was das habe ich ein bisschen auch nochmal versucht einzubringen, das war wunderbar, Herr Ziesang und Frau Stoltenberg am Beispiel der Nachhaltigkeitswissenschaften, dass man auch nochmal hört, von außen nochmal hört, ja, wo seid ihr eigentlich wirklich stark? Wo ist das, wo ist ganz viel zu bieten, wo kann man etwas mitnehmen? Das hat Herr Röhr auch der vorigen Panel angeboten und das war für mich, wenn man so ein Stück weit eine Arbeitshypothese für das gesamte Vorhaben, wo man sagen kann, historische Gärten sind so etwas wie Sensoren für zukünftige Entwicklung, weil die Anpassungsbreite nicht so ist, schwer genug, sondern viel kleiner wird. Und natürlich erleben wir jetzt schon Auswirkungen, Elemente von Klimawandel, aber man kann davon ausgehen, das wird deutlich stärker werden. Wir erleben jetzt schon Auswirkungen von Gesellschaften, die sehr schnell interagieren, extrem dynamisch sind mit den positiven und den weniger positiven Aspekten. Und wenn man dann von einem Gegenstandsbereich kommt, wo man sagt, wir wollen aber in dieser Fachpflege bleiben, dann haben wir halt sehr starke Grenzen, die uns gesetzt sind und wir können jetzt schon vorwegnehmen, was wir brauchen. Herr Röhr brachte das Beispiel von Bewässerung, dass man jetzt, und das ist ein sehr konkretes Beispiel, dass man jetzt Dinge macht, man nicht mehr unbedingt in praller Sonne bewässern, weil die Verdunstung absurd groß ist. Allein das ganz flächig umzustellen, ist, denke ich, eine schwierige oder eine hinreichend herausfordernde Aufgabe, dass man das nutzt, um ein Stück weit jetzt zukünftige Herausforderungen vorwegzunehmen, um zu lernen. Das ist ein Beispiel, wo ich denke, da können die Gärten mit ihrem spezifischen Auftrag sehr viel Vorreiter sein, wo dann andere nachziehen können, wo andere auf diese Erfahrungen aufsetzen können. Ein dritter Punkt ist für mich, das hat was mit dieser Öffnung zu tun, selbstbewusst sich in die Kooperation zu begeben, zu zeigen, was man anbieten kann, was man komplementär anbieten kann und dann eben nicht alles machen muss und nicht auf jede Mode eingehen muss, aber sagen kann, wir können einladen, wir laden ein, hier wird Zukunft gepflanzt, und hier gibt es spannende Räume, hier gibt es informelle, bisweilen auch formelle Lernorte. Ein letzter Punkt, mein Verständnis ist, und dann gebe ich an Michael Rode über, noch einmal und für jetzt abschließend, ist ein Meilenstein, diese Tagung und das Buch ist kein Schlussstein. Vielleicht hätten wir das gern, aber da, glaube ich, sind wir noch nicht. Und wie geht's weiter? Was haben wir jetzt auf der Habenseite? Und was haben wir vielleicht auch als neue Fragen oder als Gaps, als Lücken, die weiter bestehen, erstmal so weit gegriffen, besser gegriffen, als wir sie bislang greifen konnten. Und das sind Ergebnisse als solches. Aber Michael, führ uns bitte über die Ziellinie für jetzt. Um Ihnen jetzt die Angst zu nehmen, ich mache nur 1 bis 2 Minuten. Denn ich weiß gar nicht mehr, wie man das zusammenfassen kann und soll. Das Thema Garten scheint mir bietet eigentlich so unglaublich viel. Das haben wir heute gehört. Das hat zu tun mit der Bindung des Menschen zur Natur, mit Umwelt, mit Geschichte, mit formaler Gestaltung. Unglaublich viele Themen. Es ist eine schwieriges, wir haben uns auf eine schwierige Reise begeben. Dank der Deutschen Bundesstiftung Umwelt durften wir starten. Und haben sehr viele Brainstorming-Termine gehabt. Die Flipchart-Tafel war immer vollgeschrieben. Ich weiß schon immer, was durchgestrichen war und was dann neu geschrieben wurde. Aber es ist gelungen, praktisch das Spektrum einzubinden und nicht unter uns nur zu sein. Also wir Landschaftsarchitekten reden mal und sind uns alle einig und dann machen wir ein Programm und das ist fertig. Sondern deshalb der Begriff Dialog. Und deshalb der Begriff geht raus. Und deshalb das Thema, ja, bündeln irgendwann, ja, aber doch auch erst öffnen. Und dieser Öffnungsprozess, der muss so lange sein, bis wir sagen, das ist wirklich dann eine Gewichtung, die wichtig ist. Und bei dem Begriff bin ich auch bei, das ist wunderbar ausgedrückt von dir, Inken, nämlich Bildung hat einen Wert, hat eine Wertigkeit. Und das muss deutlich werden, weil das nämlich zurückspielt in die Gesellschaft. Das ist nicht mal so zu machen.
bevor man dann in die Partner geht und die Kooperation, wie setzen wir es um? Wir in den Schlossverwaltungen haben wir dafür Fachkompetenzen, Marketing, ob es Thema Bildung genannt wird oder Vermittlung genannt, das sind die großen Themen, die im Marketing auch sind bei uns, das wollen wir gar nicht sagen, aber wir wollten den Faden aufgreifen, dass wir sagen, von uns kommt ja viel, was dann speziell in den Gärten zu sehen ist, warum dann Artischocken hier vorne in den Rabatten stehen oder Tomaten sogar in den Rabatten, man glaubt es gar nicht. Oder bestimmte Zwiebelpflanzen wie die Tuberosen aus ganz anderen Ländern kommen. Also das hatten wir auch schon mal, das Thema. Ja, wir haben die Gärtner den Beruf der Sorge. Wir müssen wirklich täglich daran. Insofern ist das Thema Handwerk auch wieder wichtig und das Thema Weiterbildung und Ausbildung. Ich kann nur Dank sagen, dass das gelungen ist an erster Linie Frau Törkel und Falk Schmidt, die klasse moderiert haben. Ich würde das mal als Applaus werten. Und wir haben schon viele genannt, alle aus der Stiftung, alle, die mitgeholfen haben. Ich sage gemeinhin alle, die mitgewirkt haben. Das ganze Plenum, sie sind gekommen, sie haben sich beteiligt. Wir haben diskutiert. Danke an die Referenten, die sich vorbereitet haben, so vermute ich. Und bitte schauen Sie sich auch noch mal das Rahmenprogramm an, hier mit der Ausstellung. Danke nochmal Frau Krausche, Frau Mattea, Frau Küsters, die hinten noch bereitsteht. Wir wollen uns noch den allerletzten Tag der Ausstellung auch gönnen. Übrigens die Bilder, den malt er ja der Christopher Lehmfuhl mit der Hand. Das ist ja großartig. In einer Geschwindigkeit des Wahrnehmens, wieder so ein Wahrnehmen. Und wieder das Thema Zeichnen. Und beim Zeichnen muss ich denken und so. Wie war das? Also nicht nur auf den Knopf drücken. Ich glaube, ich habe viel zu viel geredet. In diesem Buch sind unglaublich viele Beispiele, das muss man auch erstmal verdauen. Das ist alles ihr Werk, alles Autoren, die hier mitgewirkt haben, wo sehr viel Mühe drin steckt und es ist sehr gelungen, auch hier der Dank an den Verlag. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen Auftakt gemacht haben und bin gespannt, wie wir dann die nächste Runde vielleicht finanzieren können oder nein, das müssen wir jetzt nicht besprechen. Auf jeden Fall soll es weitergehen. Vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen alle ein schönes Wochenende und gute Heimreise. Und auch jetzt machen wir einen Spaziergang durch den Garten. Dankeschön.